Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Driver Parallel Lines. Okay, ich sehe gerade, die Einschusslöcher bleiben tatsächlich. Aber wir haben den Wagen jetzt auch. Der ist auch nicht beschädigt, kann auch nicht weiter reparieren. Von daher denke ich mal, das sollte passen. Schauen wir uns doch mal die Bombenstimmung an. Es heißt, Bishop hätte schicke Hardware bestellt. Am Flughafen ist gerade eine Ladung eingetroffen. Wir sacken das Zeug ein. Das wird ihm wehtun. Geh zum Lieferbereich hinterm Hauptterminal. Da sollte ein beladener Pickup stehen. Du musst ihn nur zur Werkstatt in LaGuardia fahren. Leichter geht's echt nicht. Ja, ich gehe mal davon aus, da wird eine ganze Menge Zeug noch auf uns warten. An Gegnern. Aber gut. Schauen wir uns mal an. Ich habe ein blödes Gefühl dabei. Irgendwas stimmt hier nicht. Eine Falle, raus da, sofort! Natürlich. Gut, dass ich unverwundbar bin. Guten Tag, ich musste da mal weg. Okay, da geht's erstmal nicht weiter. Ah, hier sind wir. So, jetzt sage ich, müsste da mal kurz weg. Gut, ich denke, hier machen wir dann unseren Showdown. Reicht es, wenn ich da reinfahre? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne. Na dann. Mach ihn fertig. Einmal. Stimmt, das Ding hat kein Nitro. Und tschüss. Geht doch. Du hast ein paar ganz heiße Dinger hier drin. Ja? Kannst du einen Raketenwerfer gebrauchen? Ja? Ich habe ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Bishop, weißt du eigentlich, was du mich kostest? Nicht genug. Tja, wir können ewig so weitermachen, aber das wollen wir wohl beide nicht. So viel Zeit muss sein. Bringen wir es zu Ende, von Mann zu Mann, bei mir zu Hause. Meine Leute halten sich raus. Du hast mein Wort. Ich glaube, ich leg dich trotzdem um. Glaub doch, was du willst. Jetzt kannst du dir beweisen, dass du mich töten kannst. Eine einmalige Chance. Sonst wirst du es nie rausfinden. Baby, du verpasst noch deine eigene Party. Nur eine Minute, Schatz. Du wirst da draußen gebraucht, Baby. Eine einmalige Chance. Wann? Komm einfach her, ich warte auf dich. Ein Raketenwerfer. Sehr schön. Dann stocken wir uns da mal auf.
Damals auch ein bisschen was verschossen. Okay. Es gibt eine Maximalmuni. Oder Maximalkapazität. So. Dann fahren wir nochmal. Ach komm, fahren wir den mal wieder spazieren. Gut, wo ist denn jetzt der... Ah, da wäre Sling. Bishop. Haben wir jetzt schon alle tatsächlich? Und Beifahrer hätten wir noch. Ja gut, dann, ich meine jetzt, wo Bishop angerufen hat, dann lassen wir ihn mal, schalten wir ihn und Sling mal aus. Und dann machen wir mit dem Beifahrer weiter. Töte Bishop und aus der Villa fliehen. Okay. Bishop wartet. Na, so ein paar Motorräder wären vielleicht auch noch eine Idee. Gehen wir im Raketenwerfer rein? Ja, Bishop wartet da, wie mir scheint. Okay. Haben wir hier noch ein bisschen mehr Munition? Ja. Komm raus und stell dich, Mann. Das Dumme ist, dass der Raketenwerfer halt auch nicht so wirklich weit schießt. Muss ich ja sagen. Ah ja, so viel Land zu, meine Männer halten sich raus, ne? Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Okay, wenn du nah genug rankommst, dann geht's. Ich hätte den Panzer ganz gerne mitgenommen, muss ich ja zugeben. Na gut, Munition kann ich mehr kaufen, das passt. Ich glaube, da machen wir direkt gleich Sling. So, wo sind die Männer, die sich raushalten? Scheint sich wirklich rauszuhalten. Hold on. Wir haben Polizei.
Aber die sollten ja uns eigentlich nichts wollen. Nö, das passt. Okay. Das ging schneller als erwartet. Da wäre dann Sling. Das war der Beifahrer. Okay. Suche Sling und töte ihn. Nein, Baby, so ist das nicht. Weißt du, wen ich in meinem Handy gespeichert habe? Ne? Ein Hollywood-Produzenten. Er wird mich noch anflehen, damit er dein schönes Gesicht auf die Leinwand bekommt. Lass mich jetzt noch was Geschäftliches erledigen. Toller Intern, was, Roost? Planänderung. Was zum Teufel? Also du hast dich in meinen Kram eingemischt. Jetzt geht dir die Düse, Sling? Hey, toll, dich zu sehen, Mann. Shit, warst du beim Bodybuilding? Fährst du noch? Eine ganze Weile her, was? Hast du meine Kekse gekriegt? Es ist 28 Jahre her und nein, ich habe keine Kekse bekommen. Was zum Teufel? Wer zum Teufel ist das? Verzieh dich lieber. Roast, der will dich fertig machen. Puste ihm seinen verdammten Schädel weg. Waffe entsichern, Mann. Scheiß Junkie. Warum ist er noch am Leben? Gut, dann schnapp wir dich mal. Hoffentlich. So, der Motorrad hat mich gerade so ein bisschen aufgehalten, leider. Du hast jetzt zumindest schon mal ordentlich gelitten. Das ist ja schon mal viel wert. Das Wegrammen finde ich etwas nervig, da hast du recht. Okay, das ist ein bisschen antiklimatisch, muss ich ja sagen, aber gut. Andererseits, ich bin froh, dass es schnell geht. Das hat auch seine Vorteile. Theoretisch können wir den Wagen ja auch jetzt wieder aufmotzen. Ja, es waren, ich glaube, innerhalb von 5 Minuten 2 der unserer großen Bossgegner erledigt. Hm. Oh, wir haben einen Sportwagen gefunden. Hallo Sportwagen, danke. Dann wirst du jetzt direkt mal aufgemotzt. Dann geht's zum Beifahrer. Okay, ja. Reparieren wir noch mal schnell. Was haben wir denn Schönes? Die sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ja, komm. Equalizer. War der Film da schon raus? Ja, müsste, oder? Ich weiß es eigentlich gar nicht, wann da der erste Teil kam. Du hast nur ein Motor-Upgrade? Gut, wahrscheinlich ist das entsprechend schon performant, das Auto. Gut. Wagen wir fertig. Du wirst eingelagert. Und dann gucken wir, was das mit dem Beifahrer wird.
Ja. Geht. Lässt sich ganz gut fahren und hat eine ganz gute Beschleunigung. Wir sollen ein Motorrad zu einem Kunden in Englewood bringen. Es ist ein ganz besonderes Sammlerstück und es ist geklaut. Deshalb packen wir es in eine Kiste und dann ab auf den LKW. Allerdings will uns einer von Candys Rivalen das Ding abknöpfen. Deshalb wollen wir dich dabei haben. Deshalb brauchen wir zusätzliche Feuerkraft. Okay, LKW und die Kiste schützen. Mhm. Schauen wir mal. Da hinten sind ein paar Raketen- und Maschinengewehrmagazine. Bedien dich. Okay. Abenteuer Dauerfeuer. Da kommen sie. Rechts von mir. Oh, wir haben nicht unendlich Raketenwerfer. Links von mir. Rechts von mir. Die sind überall, Mann. Mhm. Ich seh's. Helis haben wir es auch noch. Ja, ich dachte, wir hätten nicht erledigt. Scheinbar haben wir einfach nur die Lichter ausgeschossen. Jetzt aber. Da wäre es eigentlich ganz praktisch, wenn wir jetzt hier Dings hätten. Unendliche Raketenwerfer. Aber es geht ja auch so bisher. Links von mir! Versuch's doch mal mit geradeaus. Aber ja, ich muss sagen, das MG ist echt gut. Links von mir! Das reicht ja wirklich, die so weit mal wegzuballern am Anfang. Da vorn! Na, okay. Also nach vorne schauen, dafür ist der Controller halt einfach viel zu langsam. Das wird nichts, das Spiel. Immer noch der von vorhin, ich glaube fast. Na gut, zumindest haben wir den ausgeschaltet. Einmal nachladen, danke. Rechts von mir. Das
So, ich glaube, das dürfte beide ausgeschaltet haben. Wir haben Motorprobleme. Ich muss ranfahren. Okay, Kumpel, dieser LKW ist erledigt. Du musst mit dem Motorrad da zu dem Käufer in Englewood fahren. Ja, alles klar. Das können wir aber in der nächsten Folge mal machen. Passt ja ganz gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.